Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserem aktuellen Video widmen wir uns dem Wöllstädter Umweltpreis 2023. Der Wöllstädter Umweltpreis beruht auf einem Antrag der CDU, der im Jahr 2022 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde. Er soll im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen werden und mit dem Antrag der CDU hat letztere auch gleich Richtlinien zur Verleihung mitgeliefert. Es sollen mit dem Umweltpreis beispielhafte umweltverbessernde Leistungen gewürdigt, der Öffentlichkeit vorgestellt und bekannt gemacht werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Wöllstädter Vereine, Verbände, Betriebe, Privatpersonen, Interessengruppen, Schulen und Jugendgruppen, die umweltfreundliche Maßnahmen oder Projekte durchgeführt haben, deren Realisierung nicht länger als 18 Monate zurückliegt. Bedienstete der Verwaltung und Mitglieder der Wöllstädter politischen Gremien sind nicht teilnahmeberechtigt. Niemand kann sich selbst bewerben, er muss der Jury von einem Dritten vorgeschlagen werden. Die Gemeinde schreibt den Umweltpreis durch den Gemeindevorstand aus. Die Jury wird von der Gemeindevertretung gewählt. Sie besteht aus 10 Personen, von denen die Hälfte aus fachkundigen Bürgerinnen und Bürgern beider Ortsteile besteht. Diese werden vom Bürgermeister benannt. So wie es aussieht, ist die Umsetzung des Wöllstädter Umweltpreises nun schon zum zweiten Mal in Folge gescheitert. So hat es der Gemeindevorstand auch im Jahr 2023 versäumt, eine Ausschreibung des Umweltpreises vorzunehmen. Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung bis heute, also Stand Ende Oktober 2023, keine Beschlussvorlage zur Einsetzung der Jury erhalten. Wir finden das bedauerlich, zumal die CDU für den Umweltpreis 2023 bereits einen Sponsor gewinnen konnte. Umweltschutz ist wichtig, auch in Wöllstadt. Für uns ist nicht nachzuvollziehen, warum die Umsetzung des Umweltpreises nach dem Scheitern im letzten Jahr auch 2023 nicht erfolgt ist. Dabei haben wir von Seiten der CDU mehrfach unsere Unterstützung angeboten. Wir haben für den Umweltpreis 2023 einen Sponsor gefunden und es gab auch eine Reihe von Bürger, die bereit waren, sich über die Jury für den Umweltpreis zu engagieren. Warum das alles nicht geholfen hat, bleibt ein Rätsel. Lust dabei zu sein? Kontaktiert uns gerne und schreibt an fraktion@cdu-wöllstadt.de.